Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Unstable 3. Folge 159 müsste es sein, glaube ich. Hoffe ich. Sigma anmachen. Ja, erstmal ganz kurz, was habe ich jetzt offscreen gemacht? Ich habe hier drüben das mal angeschlossen. Ich habe es ein bisschen anders angeschlossen. Weil ich nicht zweimal das gleiche haben wollte. Also ich wollte gerne eine Barrel für Holz haben. Eigentlich ein Barrel, ein Draw und ein Draw für Charcoal. Problem war, ich habe das hier per, mal zeigen hier, hier haben wir Storage Bus. Das heißt, wir können vom Haupt-ME-System sehen, was da drin ist. Funktioniert. Problem ist aber, wir müssen aus dem System hier irgendwie hier das Zeug rauskriegen und das geht nicht. Deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir hier so eine Tiny Chest gemacht, so eine Mini Chest so rum. Die kann genau ein Stack Holz halten. Was ich gemacht habe, ist hier ein Export-Bus hin. Einfach für Holz. Das heißt, wir können hier bis maximal ein Stack auffüllen. Hier ist noch ein Import-Bus. Der nimmt das Zeug dann und verteilt es hier im Netzwerk. Und hier hinten haben wir einen Storage-Bus, der nur auf Charcoal getrimmt ist. Ich könnte natürlich auch einen Export-Bus machen, aber das wäre sinnlos, weil dann brauche ich hier oben keinen Import-Bus. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre. Ich könnte mir so viel Channel, glaube ich, sparen. Muss ich mal schauen. Hab ich vielleicht hier auch? Das ist gar keine so schlechte Idee. Wir müssten ja durch den Storage Bus das ja alles sehen, ne? Warte mal. Cable. Terminal. Terminal. Machen wir mal. Ich mach jetzt mal ganz kurz. Folgendes. Machen wir hier das weg. Jetzt. Ich fliege ganz weg. Wo fliegt das denn immer hin? So, das muss ich da lassen. So, okay. Cable. Habe ja zum Glück auch ein bisschen was. So, dann gucken wir jetzt einfach mal. Wenn jetzt hier drin so eine Kohle fertig ist. Da haben wir eine fertig, okay. Ach, da ist es. Guck mal, das Kabel. Haha. Das ist nicht weg. So. Okay. Da wir den Storage Bus konfiguriert haben, sollten wir theoretisch hier hingehen. Wir sehen die Charcoal. Wir sehen auch die Oak-Selbstlinge und wir sehen das, die Äpfel und wir sehen das Holz, ne? So wie es sein soll. Mensch. Nein! Da! Okay. Naja, also das funktioniert. Dann setzen wir mal hier die Kabel erstmal hin. Das heißt, wir können also theoretisch hier hin einfach einen Export was machen. Warte mal. Export. Start. Go. Machen wir es mal ganz kurz. So. Und dann. So. Okay. Und Chocolate. Das dürfte eigentlich dann, hoffe ich, genauso funktionieren, auch ohne. Oder nicht? Nein, funktioniert nicht. Ich kann euch auch sagen, warum. Forwarding ist das lustige Zauberwort. Wir können das aber regeln. Wir können das sogar noch besser regeln. Ne? Forwarding heißt, wir machen jetzt einfach diesen, ne? Nein, das war zu viel. Das hätte da bleiben sollen. Forwarding bedeutet das. Jetzt funktioniert's. Jetzt verlieren wir hier die Kohle. Da hoffe ich. Ja, wir verlieren die Kohle. Sehr gut. Warum hat es da nicht funktioniert? Ich will es nochmal ganz kurz erklären für diejenigen, die sich fragen. Ich habe hier Storage Bus Interface. Das heißt, ich sehe von hier der Seite, kann ich einmal das komplette Netzwerk sehen und sehe alles, was an den Storage Bus dran ist. Hat einen dämlichen Nebeneffekt, und zwar von der anderen Seite sehe ich es nicht. Das heißt, ich hätte zwar, wenn ich jetzt hier den Export-Bus gehabt hätte, ich hätte von dem Teil hier die Kohle exportieren können. Aber nicht von denen hier. Und da ich es jetzt umgedreht habe und da ich jetzt hier vorne exportiere und hier vorne das Ding, das komplette Zeug hier hinten sehen kann, haben wir da gar kein Problem. Unser ME-System kann das ja eh nicht sehen, was hier drin ist. Das ist ja ein komplett abgeschottetes System. Ein in sich geschlossenes. Nicht wie auf der anderen Seite, wo es im ME-System den Zugriff hat. Und ja, so, aber wenn
das ist, ich bin glücklich gerade. Toll. Erst alles aufbauen und dann merken, dass man es eigentlich hätte leichter haben können. So. Hier nochmal. Also, machen wir den da weg. Und den weg. So. Ja, da lasse ich es mal so. Noch den noch weg. Okay. Wunderbar. Sparen wir uns einen Haufen Channel. Einen Haufen Import- und Export-Gedöns. Wir brauchen nicht unbedingt so viel noch. Ja, kontrollieren ist es ja im Endeffekt eh nicht gewesen, aber. Verbessert es eindeutig. Ja. Okay. Gut. So. Und hier, wo nichts steht, da ist es ja im Moment erstmal relativ egal. Da macht er ja auch nichts, solange es da steht. Jetzt hätten wir natürlich die Möglichkeit, wenn ich das gerade so überlege. Wir könnten dann theoretisch. Ah, hier drüben funktioniert es halt nicht. Dann müsste ich da einen Export-Bus dran machen. Und hier vielleicht den Holzblock nochmal wegnehmen oder irgendwas, dass ich hier einen Draw-Controller mache, dass ich von zwei Seiten rankomme. Denn andernfalls haben wir ein Problem. Es sei denn, wir machen es auch andersrum. Das heißt, wir haben hier einen Import-Bus und einen Export-Bus dran. Das wäre die andere Möglichkeit, dass wir, was weiß ich, in das Netzwerk hier drüben exportieren. Was theoretisch ausgehen sollte. Sodass wir praktisch hier das Ding füllen und danach hier nur das Holz rausnehmen und den Rest exportieren. Muss ich mal schauen, ob ich es noch umbaue. Nun gut, aber wir haben auf jeden Fall hier die beiden Dinger, die jetzt laufen. Wir haben ein bisschen Sledge. Das Ding ist auch durch. Ja. So. Ciao. Okay, folgendes. Ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen. Ihr seht, hier sind so ein paar Fluidpipes. Ich bin mir noch gar nicht so sicher über das System, was ich vorhabe zu bauen. Idee war jetzt folgende. Wir gehen hier mit den Fluidpipes hier runter. Praktisch hier unten. In den Boden. Im Boden packen wir einen sogenannten Fluid Tank rein. Diesen da, von Ender.io. Erlaubt uns folgendes, wir können importieren und exportieren. Das große Ding von Railcraft, was ich ursprünglich machen wollte, ne, kann nur auf den unteren beiden Ebenen outputten und oben inputten. Und das ist exakt das Gegenteil von dem, was ich hier machen will. Ich will ja von unten nach oben pumpen. Also beziehungsweise ich wollte hier so rüber pumpen. Naja, gut. Egal. Genau. So. Das heißt, hier unten werden wir wahrscheinlich ein paar Tanks hinmachen. Dann werden wir von hier. Ich weiß noch nicht, ob ich es vielleicht drunter mache. Wahrscheinlich. Weiß nicht, wie die Kabellage es hergibt. Wird schwierig. Weil das ist ja genau an den Ecken. Muss ich schauen, wie wir das hinkriegen. Also ein Holzblock muss ich mindestens wegnehmen an den Seiten. Mach ich es nach innen. Na gut, hier muss ich auch nach außen. Ja, das ist egal. Wir müssen auf einer Seite müssen wir zwei, auf der anderen ein. Naja, gut. Kann ich nicht ändern. Sein, ich stelle den Fluid Tank hier oben hin. Das können wir natürlich auch machen. Das dann einfach auch nicht unten in den Boden reinsetzen. Tank. Wir probieren das einfach mal. Wie es aussieht. Ups. So. Sehe dann so aus. Und hier können wir halt sagen, oben push. Und dann von den Seiten halt zum Beispiel nehmen. Das heißt, wir können zum Beispiel auch Drums direkt daneben stellen, können dem Ding sagen, hier, die darfst du benutzen. Das ginge auch. Vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Vier Drums aufstellen. Eine hier, eine da. Eine da, eine da. Oder halt hier, hier, hier und da. Das sollte vielleicht gar nicht so schlecht sein. Moment, wir machen das mal. Für die bessere Verteilung. Keine Drums mehr. Toll. Wir müssen ja auch noch dann die andere Seite noch mit abfertigen, aber. So, Moment. Schwupp. Nein, komm zurück. Ich will es halt gern, nicht gern. Ich will es noch nicht unbedingt in Betrieb nehmen, deswegen mache ich jetzt hier mal ganz kurz kaputt. So, dann machen wir hier, da eine Drum hin. Beziehungsweise machen wir die Drum hier drüben hin. Drum. So. Und dann brauchen wir nämlich nur im Endeffekt eine Cornwich, die wir hier so hinpacken.
Sagen hier Extract. Sagen hier Extract. Always active. Huch. Always active. In Search. Gut. Dann einmal das hier weg. Einmal hier eine hin. Und dann machen wir hier Folgendes. Hier kommt dann die zweite Drum hin. So. Hier machen wir ein Insert. Hier machen wir ein Extract. Always active. Hier machen wir ein Insert. Hier machen wir ein Extract. Always active. Mhm. 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 So. Idee dahinter. Ich kann es mal ganz kurz sagen, falls irgendjemand interessieren sollte, was ich da jetzt mir dabei gedacht habe. Beide von den Fluid Tanks sollten, das werde ich hier wahrscheinlich nochmal irgendwie ändern, weil hier kann ich leider nicht auf Channel exportieren, der Fluid Conduit. Was mich ein bisschen stört, vielleicht packe ich doch nochmal eine hier hin, eine da hin irgendwie. Ich möchte nämlich gerne, dass ein Teil in eine Drum und das andere in die andere Drum geht. Das geht im Moment in dieser Anordnung jetzt nicht. Vielleicht baue ich es doch nochmal um. Muss ich mal schauen. So. Extract. Extract. Ja, und warum das Ganze? Ist einfach, damit wir überall eine gleichbleibende Menge praktisch in diesen Drums haben und alles zur gleichen Zeit ungefähr voll wird. Und wir keine jetzt wirklichen Probleme hätten mit mit dem ganzen Zeug dann. Aber naja, gut. So. Extract. Always active. Und hier machen wir disabled. Einmal so. Insert. Das war die falsche Seite. Kann ich eigentlich... Hey, cool. Gut. Ding funktioniert also auch als Wrench. Extract, genau. Disabled. Insert. Disabled. Und hier machen wir auch nochmal so einen Knick rein. Wunderbar. Okay. Dann brauchen wir nochmal einen Tank. Tank. Tank, 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 Tank. So. So. Und oben Push. Seite Pull, Seite Pull. So. Hier auch nochmal. Seite Pull, Seite Pull. Okay. Ich bin mir so ein bisschen unsicher über hier, dass diese Situation. Ich mach's einfach mal so. Huch. Hässlich, aber meine Güte. Erstmal besser als nix. Bevor jetzt hier alles Mögliche spawnt. Okay. Sobald wir das jetzt praktisch verbinden würden, würde er alles raushauen, was er hier hat. Und Creosote All. Und wir sehen halt jetzt von vorne praktisch immer hier so diese Tankladung dazwischen. Und hier nehmen halt die Biogefahrgut-Container, keine Ahnung. So, und wir haben ein wenig Holzprobleme anscheinend. Vorteil ist, dieses System befeuert dieses System und das hier drüben. Das hier drüben befeuert dieses System und das hier drüben. Durch Storage Bus. Die beiden sind nämlich nicht miteinander verbunden, es geht nur über das Hauptdämmsystem, von daher. Egal welche Seite wächst, es sind beide, die sich freuen. Deswegen mein Folgendes. Weil ich hier nicht möchte, dass hier alles läuft auf höchster Geschwindigkeit, machen wir hier ein Ritual weg. Balance drüben. Ich glaube, ich habe hier auch im Moment nur ein Ritual aktiv, wenn ich mir recht entsinne. Das ist aus, das ist aus, das ist aus. Ich habe genau das weggemacht, was an war. Okay, also eins haben wir jetzt an. Dann machen wir das gleiche mal da drüben. Das heißt, hier so ungefähr möchte ich mal das erste haben. Schwupp. So. Und dann, wo ist er? Da ist er. Schwupp. Und hier nochmal einen dran. Wunderbar. Magnet aus, braucht keiner. Und? Yay, okay. Dann haben wir jetzt auf beiden Seiten ein bisschen schneller laufen und sie behindern sich nicht gegenseitig. Wir dürften genügend Holz auf jeden Fall haben.
Oder bekommen, hoffe ich mal. Wir sind jetzt hier ein bisschen zurückgegangen. Hier haben wir schon... Achso, die Dinger sind voll mit Creosote Oil. Okay, wir brauchen Drums. Dann fülle ich mal da drüben auch schon mal ab. Drum. Drum. Hallo? Danke. Manchmal braucht Annie einen Moment. So, drei. Wir brauchen noch eine Drum. So. Wir haben mittlerweile so viel Eisen. Das ist schlimm. Okay. Drum. Und dann brauchen wir nochmal Tanks. Tank. Tank, Tank. So. Okay. Oh, mir fällt gerade auf, was wir vielleicht hätten machen können. Ein Thirsty Tank von Automagie. Der hätte aus den Dingern rausnehmen können. Die hätten praktisch hier dazwischen stellen können. Na gut, aber wir wollen ja eh ein bisschen Puffer noch dazwischen haben, von daher. Lassen wir mal so. Okay. Extract. Always active. Insert. Extract. Always active. Ups, nein! Verdammt. So. Und hier Insert. Hier machen wir Insert. Und hier machen wir Disabled, damit dann die zweite Seite ran kann. Insert. Extract. Always active. Kann die Seiten ganz schön aktivieren. Schade. Okay. Gut, das heißt, wenn dann hier die nächsten dazukommen, dann sollte es hoffentlich alles funktionieren. Tank. Tank. Push. Pull. Pull. Fertig. Push. Pull. Pull. Fertig. Okay. Damit sollten jetzt die Dinger auf jeden Fall ohne Probleme laufen. Wenn so ein Bauer abgebaut wird, dann geht bei mir der Leck los. Dann droppe ich instant auf 30 runter. Das Problem ist, weil der es zu schnell abbaut und die ganzen Leaves nicht einfach weggehen, sondern halt kaputt gemacht werden mit Partikeln. Gut, dass wir es auf dieser Dimension gemacht haben. Und die Frames gehen runter. Naja, gut. Hey. Okay. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Hier haben wir voll, da haben wir nicht voll. Wie sieht's hier aus? Das ist mal so voll. Okay. Okay. Ja, man muss ja immer mal alles so ein bisschen im Auge behalten. Jetzt mal gucken. Hier haben wir 200.000. Also die ist voll, die ist fast voll, die ist nicht voll, das ist ja klar. Und die ist fast voll. Okay, folgendes. Ich stöpsel das jetzt einfach mal an. Weil ich das jetzt wissen möchte. Wie gut wir es jetzt gebaut haben. Das war die falsche. Wir müssen hier eh nochmal ganz kurz konfigurieren. Oh. Oh. Disabled. Ups. Na. Nein. Ich will hier. Danke. Disabled. Okay. Hier nochmal ein. Jetzt geht das hier wieder los. Kann ich das eigentlich hier mit einfach? Sehr gut. Okay, das geht aber nur mit dem Hammer. Das ist interessant. Ah ja. So, okay. Schwupp, 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 schwupp. Okay. Wollen wir es anschmeißen? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wird. Wir haben auf jeden Fall ordentlich gebackupt. Ich connecte mal. Hey! Warum? Lass mich raten, wir können nur von unten rangehen. Ich vermute es beinahe. Raycraft, du machst mich alle. Andere Idee. So, so. Brauchen wir es auch gar nicht mehr ganz so hoch machen. Na, so, das ist alles einsammeln hier.
gute Zeug kostet viel Eisen. So. Gehe ich noch einen höher? Auf welcher Höhe mache ich das jetzt? Ich möchte gerne hier runter gehen, dann gehen wir hier von unten da drunter dran. Das heißt, wir haben praktisch dann hier die Dinger so und ich möchte gerne irgendwie hier auf der Ebene sein. Ich weiß nicht, was das ist. Ein höher, okay. Weg. Ach ja, das hat sich mal wieder gelohnt. Ich hätte es mir eigentlich denken müssen, in dem Moment, als ich gemerkt habe, dass es auch Railcraft ja ist. Gut, egal. So. Railcraft ist nämlich einer der wenigen Mods, die noch auf Seiten Wert legen. Es gibt so viele Mods, die nicht mehr auf Seiten Wert legen, dass man kann überall alles reinpacken. Das Ding ordnet sich selbst. Es ist, ja. Ich habe keine Fluidpipe mehr. Ach, Mann. Fluid. Jetzt muss ich sie finden. Verdammt, wo sind sie? Huh! Entschuldigt bitte. Ich habe aus Versehen gerade auf Minimieren geklickt. Also ich habe aufs Minecraft-Fenster geklickt. Ich wollte auf das Fenster daneben klicken, weil ich wissen wollte, wie lange ich aufnehme, weil es komischerweise nicht mehr im Vordergrund war, obwohl es eigentlich im Vordergrund sein sollte. Und ja, jetzt habe ich gecuttet und das heißt, ihr hört jetzt wieder die Ordnergeräusche. Aus Gründen. Kennt ihr ja mittlerweile alles. 21 Minuten, siehst du? Wo ich nachgeguckt habe. Warum ist das Ding nicht mehr im Vordergrund? Da. Ich habe das eigentlich eingestellt, dass es immer im Vordergrund sein soll, egal was ist. So, 8, 12. 8, 12. Go. Da. Schupp. Ein Stack. Der sollte hoffentlich jetzt reichen. Das alles hier schön zu verbinden. So, dann machen wir einfach 4 Inputs. Das heißt, wir gehen einmal hier runter und einmal auf der anderen Seite runter. Moment. Oh, wo ist denn das jetzt? So. Wo ist es da? 1. 1, 2, 3, das heißt hier. Jetzt leckt es gerade wieder. Bauen wir wieder einen Baum ab, oder? Ja, jetzt geht's wieder. Okay. Anscheinend haben wir gerade einen Baum abgebaut. Okay. Dann machen wir hier einfach mal weg. So. Ich weiß auch nicht, warum ich das hier mit Stone gebaut habe. Ich hätte es... Ich meine, 2 Ebenen sind gut, wenn du mal unter unten drunter was abbaust, aber es war eigentlich relativ sinnlos. Naja, gut. So. Hier nochmal runter. Hier nochmal runter. Das leckt so dermaßen, wenn der hier abbaut. Chilis, ne. Das ist echt nicht warum. Das ist übel. Das ist einfach nur übel. Okay. Lalalalalala. Okay, das müssen wir jetzt hier irgendwie verbinden. Wir können es natürlich... Ja, gehen wir da rein. So. So. Okay. Okay. Oh mein Gott, ich bin jetzt gespannt, ob es reicht. Ich wette nicht. Wetten werden angenommen. Letzte Chance vorbei. Es leuchtet, also es funktioniert anscheinend. So. Können sie auch natürlich hier reinleiten, einfach. So hier. Mal schauen. Nein! Kommst du her? Gut. Okay. Das Ding ist voll. Das Ding heizt auf. Wir haben im Moment 10 Millionen Steam. Oder warte, wie viel haben wir? Ja. Also die Drum wird nicht mal ewig reichen. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch schon mal anfangen mit den Steam-Dynamos. Die Bäume wachsen mir zu schnell. Mensch.
wenn ich hier bin, möchte ich das Zeug nicht haben, weil sonst droppt es mir die Frames wie nichts Gutes. Aber hier, die sind alle voll. Die sind voll, die sind voll, die sind voll. Der ist voll, der ist als einziger nicht voll. Hier, der ist eigentlich voll, der nicht, okay. Kohle speichern wir noch nicht, weil wir hier noch auffüllen, okay. Er hier füllt sich langsam auf. Wir dürften unsere Creosote verringern auf jeden Fall. Ich merke mir mal die Drum und dann gucken wir da mal wieder hin. Ich finde es irgendwie cool. Mit diesen Dingern, die dann hier so einmal dahin fahren. Es wäre natürlich schön, wenn man das einfach oben einfüllen könnte, aber naja. So viele Dinge wären schöner. Okay. Folgendes. Wir hätten auch theoretisch die beiden verbinden können nach hier unten und dann da unten in die Mitte rein. Mal gucken, vielleicht machen wir es irgendwann nochmal ein bisschen schöner. Na, jedenfalls. Wir müssen für Steam irgendwas sorgen. Wie machen wir das dann? Ich habe noch keine Ahnung. Okay. Engine. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Industries. Müsste ja die Steam Engine sein. Mensch, Steam. Suchen einfach mal direkt danach. Wir haben auch noch ein Steam Dynamo. Requires water and solid fuel. Steam may be pumped in instead. Ah, die werden wir nicht machen. Steam Bottle. Ach ja, man kann es auch in Flaschen abfüllen anscheinend. Steam Boiler, Steam Turbine. 160 RF pro Tick. Google. Mensch. Steam Turbine. FTB. Ich will nur mal ganz kurz gucken, was die für einen Input hat, weil das Ding hier, da steht es wenigstens da. Uses 40 Millibuckets per Tick. Nein, die da. Kinetic Steam Generator, das ist nicht, was wir wollen. Okay, das Ding verbraucht 80 Millibuckets pro Tick. Das heißt, das Doppelte davon, das heißt, es ist scheißegal. Okay. Gut. Das heißt, wir machen uns Industrious Steam Turbines. Ups. Ne, Engines. So. Machen wir das da ein bisschen. So. War jetzt viel zu viel, aber ist mir total egal. Wir haben es ja. Wir haben hier 41.000 Tin. Aber bitte, nicht beschweren. So. Wie viel Steel haben wir jetzt noch? Ups. Industrious. 15. Sehr gut. Sollte im Moment dann reichen. Okay. Das heißt, wir müssen das Steam von hier dann noch in unsere Energieerzeugung pumpen. Die würde ich sagen, basteln wir dann hier dahinter. Dass wir dann hier Conridge. Dann nehme ich doch mal die. Wie bauen wir das jetzt am schönsten auf? Sind wir gerade zu überlegen, wie wir es am besten mit den Rohren machen, dass das vielleicht ganz gut aussieht. Wir könnten es nach unten hin machen. Dass praktisch das Rohr nach hier hinten geht und praktisch nach unten hin sind die Engines, die produzieren die Power nach unten in den Boden rein, wo dann praktisch hier die Conduits liegen und wo wir das nutzen. Wie sieht das Ding eigentlich aus? Okay, das Ding bewegt sich wahrscheinlich. Das hier sollten wir nicht tun, weil dann geht's kaputt. Habe ich gelesen, mit einer großen Explosion. Okay. Wir werden halt unaufhörlich Steam produzieren. Wo baue ich das mal hin? Mal 2. 1, 2, 3. Moment. Ohne Moment. Da. 1, 2, 3, Klick. Das heißt hier so ungefähr. Haben wir einmal eine Linie. Hier dahinter. Möchte ich das gerne haben. Und hier baue ich wahrscheinlich doch nochmal so, dass es hier an den Seiten reingeht. Ist vielleicht schöner. Okay.
Bauen wir erstmal ganz provisorisch auf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir könnten auch natürlich Capacitor Banks hinmachen, die wir gleich füllen, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so dämlich. Dann sparen wir uns hier die Conduits. Weil wenn die Capacitor Banks sich auch verbinden, sind die ja eh besser und schneller und stärker. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder über die Folge raus. Das ist natürlich doof, weil ich jetzt gerne noch hier ein bisschen basteln möchte. Capacitor Bank. Ich bin voll. Verdammt. So. Capacitor Bank sind hoffentlich 5. Okay. So. Dann baue ich mal ganz kurz wenigstens eine Sache auf. Dann können wir es auch trotzdem oben machen. Moment. Jetzt habe ich natürlich die out of range. Ach, weil wir jetzt alle Energie wieder da reinballern. Okay, wartet. Muss mal ganz kurz Starthilfe geben. Wir haben das letzte Mal Starthilfe gegeben, ich glaube einfach so, ne? Nee. Quarzcable habe ich jetzt nicht dabei hier, ne? Okay, dann bauen wir erstmal ganz kurz das hier hinten auf. 1, 2, kümmere ich mich dann drum. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz Starthilfe irgendwie geben. Ist da eine Kuh? Ernsthaft jetzt? Ich frag besser einfach nicht. Ich denke mir meinen Teil und gut ist. So. Wie gesagt, wir sind schon wieder viel zu weit drüber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe einfach mal, es hat euch gefallen. Dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wäre super. Und das war dämlich. Weil da ist ja natürlich kein Strom. Okay. Ja, ich schmeiß das wieder an. Vielleicht baue ich die Steam-Dynamo-Dinger schon mal auf. Und ansonsten. Haben wir noch einen Scepter? Ist denn irgendwas? Da. Okay. Da stelle ich eine Magnum-Torch auf. Wäre vielleicht einfacher. Okay, so, ich quatsche wieder zu viel. Die Folge war zu lang und ich musste ewig rendern und hochladen. Deswegen, ciao, noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bei Project Unstable. Hoffe ich doch mal. Ups, okay, jetzt an. Ups. Kann ich nicht. Achso, das war der komische Block, den ich nur so abbauen kann. Okay, so, jetzt wirklich. Ciao, auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag. Tschüss.